Meine Damen und Herren, jeder von uns muss irgendwann einmal kleinere oder größere Schicksalsschläge bewältigen. Wie aber schafft man es, neu anzufangen, wenn man von einem Tag auf den anderen völlig unerwartet alles verliert? Den Ehemann, das Geld, das Zuhause, die Lebensplanung und so weiter und so weiter. Wir begrüßen jetzt eine Sängerin, die genau das erlebt hat. Sie war oft in unseren Shows zu Gast, zusammen mit ihrem Ehemann. Sie waren das erfolgreichste Volksmusikduo der Schweiz. Immer wieder konnten sie ihr Heimatland beim Grand Prix der Volksmusik vertreten. Vreni und Rudi. Auch in unseren Shows sorgen sie immer wieder für gute Laune. Oft zusammen mit ihrem Bernhardiner. 18 Jahre waren Vreni und Rudi verheiratet. Sie hatten gemeinsam für erste berufliche Erfolge gekämpft und freuten sich gemeinsam, als diese Erfolge immer größer wurden. Auch in unserer Frühlingsfestshow 2005 in der Stadthalle in Chemnitz sorgten Vreni und Rudi mit ihrem Bernhardiner für viel Spaß. Damals konnte niemand ahnen, dass dieser Auftritt der letzte große Showauftritt der beiden sein sollte. Denn nur kurze Zeit später nahm sich Rudi das Leben. In der Trauer musste Vreni dann auch noch erfahren, dass Rudi ihr durch seine Spielsucht hohe Geldschulden hinterlassen hat. Aus großer Not wird manchmal neuer Mut geboren. Nach 6 langen und harten Jahren kann Vreni nun endlich wieder ein bisschen hoffen. Ihr Leben hat sich komplett geändert. Und sie hat sich verändert. Heute Abend möchte sie endlich wieder auf die große Showbühne zurückkehren. Und ich möchte ihr dabei sehr, sehr gerne zur Seite stehen. Ich freue mich sehr, dass sie heute Abend endlich wieder bei uns ist. Ich fange noch mal von vorne an, lautet jetzt das Motto von Vreni Markreiter. Ich flog so hoch und kam tief unten an. Manchmal ist das Leben wie eine Achterbahn. Der große Traum war vorüber. Glück ist oft wie ein Kartenhaus. Und wer das Leben liebt wie ich, steht wieder auf. Ich wieder lachen kann. Schau nur nach vorne.
Herzlich willkommen, Vreni. Florian, grüße dich. Schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich auch, Florian. Du strahlst. Wie geht es dir heute? Ich muss dir sagen, es geht mir wirklich wieder sehr, sehr gut. Wie es im Lied heißt, ich schaue nach vorne und nicht mehr zurück. Aber ich muss sagen, die schönen Erinnerungen, die bleiben natürlich wirklich. Ganz sicher. Wie hast du es geschafft, neu anzufangen, Vreni? Du, die Geschwister, meine Familie, natürlich die guten Freunde, die mir geholfen haben und natürlich auch meine Familie in Tirol. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Vreni, was hast du in deinem Leben alles verändert? Ich bin vielleicht ein bisschen ruhiger geworden, positiver vielleicht auch. Und schau mich mal an. Ja, das sieht toll aus. Ich habe meinen Style verändert. Ich hoffe, im Publikum gefällt es. Meine langen Haare. Sieht ganz toll aus, Vreni. Vreni, was hast du dir jetzt für die Zukunft vorgenommen? Ja, ich glaube, ich nehme es, wie es kommt. Ich finde, was gestern gewesen ist, kommt nicht mehr. Und was morgen kommt, ich glaube, das wissen wir alle nicht. Ich werde mal schauen, was so passiert. Dann wünschen wir dir alle gemeinsam alles, alles Gute für die Zukunft. Danke, Florian. Schön, dass du bei uns bist. Dankeschön. Danke. Tschüss miteinander. Schalten wir ein bisschen. Schön, dass du da bist.